Wir befinden uns auf einer der drei Skianlagen des Pleniotals. Das Pleniotal ist nicht nur herrlich im Sommer, sondern bietet auch eine Vielzahl von Winteraktivitäten. Genaueres über dieses Angebot werden wir im Gespräch mit Herrn Mannhardt, dem Direktor von Plenio Turismo, erfahren. Herr Direktor Mannhardt, warum sollte ein Tourist gerade das Pleniotal als Winterziel auswählen? Zuerst einmal, weil wir einfach erreichbar sind. In wenigen Minuten befinden wir uns in einer bezaubernden Winterlandschaft. Zudem gibt es die Möglichkeit, in gastfreundlichen Hotels oder kleinen Rustici zu verweilen. Welche sind die Skianlagen des Pleniotals? Im Pleniotal sind drei Skianlagen. Nara, wo wir uns soeben befinden, hat nebst der Skipiste auch eine großartige Schlittelbahn, Campo Plenio und die Langlaufbahn von Gambra. Jetzt befinden wir uns in Campo Plenio. Worin unterscheidet sich Campo Plenio von Nara? Campo Plenio ist die typische Skianlage, die im ganzen Tessin bekannt und sehr geeignet ist für Familien mit kleinen Kindern. Man kann hier schlitteln und sehr beliebt ist auch der Schneeschuh- und Winterwanderweg. Hier befinden wir uns auf der dritten Winteranlage des Pleniotals, dem Langlauf-Skizentrum von Campra, das internationalen Ruf genießt. Skifahren, Winterwandern oder einfach abschalten. Campo Plenio, Nara oder Campra sind einfach zu erreichen und im Nu tauchen sie in eine prächtige Winterlandschaft ab. Für Cityguide aus dem Pleniotal, Milena Pirovano.